Hallo ihr Lieben, so heute mal mit einer etwas anderen Perspektive. Ich habe gerade ganz lange viele Neuzugänge für euch abgedreht und deswegen muss ich ein bisschen anders sitzen und genau, dachte ich zeige euch mal auch noch mal ein bisschen mehr von meiner Ecke hier. Weswegen, ich wollte schon sagen, weswegen ich anrufe, weswegen ich dieses Video aufnehme. Ich wollte euch zwei Livestreams ankündigen. Also am nächsten Samstag, am 20. März um 19:30 Uhr, findet der Livestream von unserem Herzensbuchclub zum Buch Gefühle sind keine Krankheit statt. Wer das gelesen hat, wer mitgelesen hat, wer das überhaupt jemals gelesen hat oder wer sich einfach für den Inhalt des Buches interessiert, ohne ja, das selber lesen zu wollen, schalte sehr, sehr gerne ein. Ich freue mich auf jeden Fall über jeden, der da mitmacht. Diesen Livestream mache ich zusammen mit meiner sehr guten Freundin Janika, die ihr schon aus dem Lesemonat Januar kennt. Und genau, wir beide haben das Buch gelesen und sie kommt mich hier besuchen und deswegen machen wir dann den Livestream gemeinsam, worüber ich mich riesig freue und genau, 20. März 19:30 Uhr. Wir freuen uns sehr auf euch und ich hoffe, dass wir echt gut dieses Buch zu Ende diskutieren können und dann können wir auch schon gerne gemeinsam überlegen, wie es weitergehen soll im Herzensbuchclub. Und das zweite, was ich euch ankündigen wollte, ist der Livestream zu den von Herz zu Herz Gesprächen. Gespräche über besondere Lebenserfahrungen. Diesen ersten Livestream mache ich mit Dani vom Kanal Danige Vielfalt, buchige Vielfalt. Und sie möchte mit mir über das Thema Borderline-Persönlichkeitsstörung reden. Das ist ihre Lebenserfahrung und genau, ihr ist es total wichtig, das als Livestream zu machen, weil es ihr wichtig ist, eine Plattform zu geben, damit ihr Fragen stellen könnt. Und sie hat auch nochmal explizit darauf hingewiesen, dass ihr wirklich alles fragen könnt, was euch interessiert. Also überlegt sehr gerne vorab, was euch zum Thema Borderline interessiert, was ihr gerne mal fragen würdet. Und genau, wir freuen uns sehr darauf, wenn Fragen von euch kommen, haben natürlich aber auch so ein bisschen was Eigenes vorbereitet. Und dieser Livestream wird am 28. März um 14 Uhr sein. Also das ist Sonntagnachmittag, so ein bisschen zur Kaffeezeit. Also nehmt euch gerne einen Kaffee, ein Stückchen Kuchen oder einen Tee mit dazu. Und wir hoffen sehr, sehr, sehr auf rege Beteiligung bei diesem Livestream. Und ich glaube auch, dass Borderline ein zwar sehr bekanntes, aber nur oberflächlich bekanntes Phänomen ist und dass man da ganz viel noch drüber reden kann und sollte. Und ja, hoffe sehr, dass ihr Lust habt auf diesen Start der Herz-zu-Herz-Gespräche. Nochmal der Hinweis darauf, also ja, alle sind eingeladen, die von besonderen Lebenserfahrungen erzählen wollen, sich bei mir zu melden und ein Gespräch mit mir zu führen. Ich würde mich da riesig drüber freuen. Ich verlinke euch auch oben nochmal das Originalvideo dazu mit meiner Einladung zu diesen Gesprächen. Das Ganze muss nicht im Livestream stattfinden. Es kann auch einfach ein ganz normales Video sein. Also lasst euch ja davon nicht abschrecken. Dani wollte das super gerne als Livestream machen, um das interaktiv zu haben, um eure Fragen direkt beantworten zu können. Aber das muss nicht jedes Mal so sein. Ich freue mich riesig über Leute, die Lust haben, mit mir von Herz zu Herz über besondere Lebenserfahrungen zu sprechen. Und genau, lade euch nochmal ganz explizit dazu ein und zum Livestream am 28. März um 14 Uhr. Also merkt euch zwei Termine vor. Also einmal 20. März 19:30 Uhr Herzensbuchclub und 28. März 14 Uhr Livestream zum Thema Borderline. Ich freue mich riesig auf euch. Ich freue mich riesig auf die Livestreams. Ich hoffe, dass ja, reges Interesse besteht an solchen Sachen. Gebt mir auf jeden Fall gerne Feedback dazu, ob ihr gerne sowas seht, ob ihr gerne mit dabei seid. Und ob ihr vielleicht was anderes auch mal sehen wollt. Ich freue mich, ich freue mich, ich freue mich. Bis dann.